Herzlich willkommen in Miami Beach im Sunshine-Wohlfühlstaat Florida zur NAC Sport Aerobics Weltmeisterschaft. Außerdem gucken wir auch ein wenig auf die Jugend-WM und eine Premiere haben wir nämlich mit der Hip-Hop-Weltmeisterschaft. Unser Hauptaugenmerk liegt aber natürlich der Sport Aerobic auf der Weltmeisterschaft bei der Vergabe um Gold, Silber und Bronze. Und 400 Athleten aus 25 Ländern sind dabei und ein Mann aus der Schweiz, auf den haben wir es besonders abgesehen, auf Nick Weiler. Er hat Medaillenchancen bei den Herren im Solo, werden wir uns nachher noch anschauen. Eine wunderschöne Kulisse für die NAC Sport Aerobic Weltmeisterschaft. Miami Beach, Florida ist das hier. Und wir sind bei den Herren im Solo. Ich springe am höchsten und ich kann es überhaupt nicht ab, wenn es Balletttänzer gibt, die noch höher springen als ich. Das sagt er hier, Nick Weiler aus der Schweiz. Und er ist schon Weltmeister, der 27-Jährige. Dieses Jahr in Montpellier hat er den Titel, den FISAF-Titel nämlich, geholt. Achtmal Schweizer Meister und hier im Vorkampf Vierter, aber ich glaube, da kommt noch was hinterher. Wie wunderbar, dass es einen Schweizer gibt, der an der Weltspitze mitkämpft. Nick Weiler aus Zürich. 1,80 groß, 68 Kilo leicht. Und in Montpellier, wie gesagt, da hat er den WM-Titel schon geholt in diesem Jahr. Und da durfte er seinen berühmten Weiler-Sprung auch aufführen. Den gibt es wirklich, gibt schon den Namen für. Ein ganz komplizierter Spagatsprung mit ganzer Drehung und Rotation um eigene Achse und Landung im Liegestütz. Das haben wir hier nicht gesehen, weil es hier noch nicht zugelassen ist. Aber was wir hier sehen ist, dass er 9,38 Punkte hat und damit sogar noch ein Zehntel mehr als im Vorkampf. Damit könnte Nick Weiler einen der Sprünge in den Medaillenränge gelingen. Und das war's von der Sport Aerobic WM aus Miami Beach in Florida. Wir haben im Solo der Damen mit Lauren Ferrier eine neue Weltmeisterin. Olga Cardoso, Roberto Magalhães, Roberto Magalhães aus Brasilien. Die Mixpaare, die Gold geholt haben und er auch im Solo. NAC Weltmeister Nick Weierle aus der Schweiz hat Bronze geholt und wenn sein Weierle-Sprung bald zugelassen ist, dann geht es noch höher hinaus. Und dann eben noch das Trio haben wir gesehen. Diego de Vi, Fernando Roya und Luciano Santos aus Argentinien sind auch die neuesten Weltmeister. Wir haben einen Blick geschaut auf das, was da kommt, nämlich in der Jugend, bei der Jugendweltmeisterschaft, auf die Kleinen, die mal ganz groß rauskommen möchten. Und was ganz Neues. Hip-Hop, die Hip-Hop-Weltmeisterschaft zum ersten Mal mit im Programm hier in Miami Beach. Im Land, wo es um Gesundheit und Sport geht, am Strand wie auch im öffentlichen Leben, ein wirklich gelungener Rahmen und ein wunderbarer Ort
für die Austragung dieser Weltmeisterschaft. Ich freue mich, dass Sie dabei waren, hoffe auch, dass Sie beim nächsten Mal wieder zuschauen. Wenn es auf den 7x7 Meter großen Holzboden geht. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Birgit Hasselbusch.